Ich glaube, da starte ich besser erstmal schnell neu. Also das Spiel einfach. Ja, Escape geht auch nicht mehr, original. Okay. Dann würgen wir den Prozess halt ab. Und ich muss noch ganz schnell wohin. Bis gleich. Das sind nur Gerüchte. Das war keine große Sache. Der arme Kerl kann nicht mehr. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Genau das habe ich auch gesagt. Das wird sich nie ändern. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders aus. Genau das habe ich auch gesagt. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Das liegt doch auf der Hand. Geht denn sowas? Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Das sind doch alles nur Gerüchte. So. Und da geht schon weiter. Weiter. So, was gab's bei dir? Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Ja, mal gucken. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Sie müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwyn. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Dabei hat die Sklaven Bloodwyn geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. WB, Quickie, WB. Ich glaube, die Nummer mit Lass die Sklaven frei, das sparen wir uns erstmal auf. Bis später, Patrick. Hi, hey, Patrick.
Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber... Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt er von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. In Ordnung, ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht und ist dabei draufgegangen. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Muss ich halt aber nicht umlegen oder eine Begnadigung von Raven holen? Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Das wäre ja Wahnsinn. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay, ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Wie? So viele Schlafspruchrollen habe ich dann doch auch nicht. Wie soll ich das machen? Ich muss einen Weg finden, damit sie das Lager unbehelligt verlassen können. Außer doch alle umklatschen. Mal gucken. Im besten Falle nicht. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Das hätte ich gesagt. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Ich gehe wieder. Du siehst mich einfach effektiv zu runter. Halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Einen Trank geben. Hier, trink das. Das Elixier ist das Schwächste, oder? Danke. Drei Stück! Das hat mir gut getan. Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Ja klar. Du hast doch all meine Heiltränke weggesoffen. Ey, was? Essenz? Extrakt? Wir haben ihm jetzt nicht gerade drei Elixiere gegeben, oder? Warte. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Ich hier drin. Halt da. Hier, trink. Nein. Danke. Das hat mir gut getan. Hä? Essenz, Extrakt, Elixier. 12, 13, 18, okay. Nee, halt die Schnauze, Bixby. Und da ist mein Gothic verreckt. Ja, so kann's gehen. Es wird bereits Gothic 2 ausgeführt. Nein, wird es nicht. Wir geben ihm das Oberste, weil da geht man davon aus, dass es das am wenigsten Starke ist. Danke. Das hat mir gut getan. Das hat ihm 300 Erfahrungen gegeben und wir haben ihm 3 Stück gegeben. Ja, das waren tatsächlich 3 von dem hier. Wir haben ihm 3 Essenzen gegeben und nicht ein Elixier, wie dort im Text stand.
Das bemängele ich, aber es kann ich so mitleben. Das ist okay. Besser als wenn wir ihm einfach einen Wertfang gegeben hätten. Oder sogar sowas hier. Gibt's Gothic 3 mittlerweile ohne Bugs? Gibt's die Grüne ohne Kinderficker? Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Gut, gut. Oder gibt's Deutschland ohne den Islam? Wobei... Oh, warte, was war das noch? Verdammt. Ich hätte noch irgendeinen geilen Spruch gehabt, aber den habe ich mittlerweile vergessen. Well played. Ja, genau. Es sei... wie ging das genau? Islamkritik soll ja verboten werden, weil fremdenfeindlich. Also soll sogar verboten werden, weil Hassrede, aber hauptsächlich ja, weil es fremdenfeindlich ist. Aber wie kann Islamkritik fremdenfeindlich sein? Oder Islam doch so sehr zu Deutschland gehört? Wie kann das fremdenfeindlich sein? Oder gehört der Islam etwa nicht zu Deutschland? Sind die Leute, die sagen, Islamkritik sei fremdenfeindlich, etwa fremdenfeindlich, weil sie sagen, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört? Das habe ich früher auch gemacht. Lass die Sklaven frei! Lass die Sklaven frei. Pass mal auf, Bladwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven, also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Thoros da auch noch ein Wort mitzureden. Wem? Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich hab Gold. Ich entscheide, wer in die Mine kommt. Ich entscheide, wer in die Mine kommt. Du machst Estebans alten Job. Dann hast du ja gar nichts zu melden. Schwör ab. Lass die Sklaven. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Frei. Tschüss. Okay, wir haben eine Wache hier. Ich habe für so etwas keine Zeit. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Und da geht's bereits raus, oder? Oder? Mhm. Oh. Dankeschön. Der gute Schinken liegt da einfach im Dreck, ey. Das kann doch nicht sein. By the way, auch so lustig. Man streift in, sagen wir, Skyrim durch eine verlassene Gruft, die man selbst geöffnet hat, die 10.000 Jahre lang verschlossen war. Öffnet einen alten Sarkophag, nachdem man das daraus entstiegene Mumien-Skelett getötet hat und findet darin einen frischen Apfel. Ich lasse das mal hier so in dem Raum stehen. Hey, warte mal. Gibt's Probleme? Minecrawler, jede Menge Minecrawler. Oh, geil. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Habe ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bladwin hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bladwin reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Ja, mal gucken. By the way, es gibt natürlich eine einigermaßen spielbare Version von Gothic 3. Durch etliche Community-Patches, etc., etc. Aber die würde ich auf jeden Fall alle ziehen. Also alles, was gerade von der Seite, die ich vorhin schon empfohlen habe.
wo hatten die? Wo hatten die? World of Gothic. Genau. Und dort findet man unter Gothic 3 hier. Warum dieser Dreck hier drin ist, da ich weiß es nicht. So, kommt, lass mich markieren. Dieser Mist hier, dieser elendige. Ihr wisst, was ich meine. Das da. Ah, da gibt es noch die Gothic 3 Zone. Eine spezielle Seite dafür wohl. Vielleicht sogar ganz eigene Overhauls und Erweiterungen. Aber auf jeden Fall. Ja, und das ist auf jeden Fall jetzt alles über Gothic 3. Au, Entschuldigung. Was? Ich kann das hier fast nicht lesen, weil es so scheiß klein ist. Handy, the beginning? Was? Oh. Am 4. Dezember wurde in der Wiener Zentrale von Joewood Production Software das neue Handygame Gothic 3 The Beginning vorgestellt. Nee, oder? Das ist doch eine Verarsche, oder? Das ist doch eine Satire oder so. Ein Satire-Spiel oder keine Ahnung. Von der eigentlichen Gothic-Serie. Besser. Für PC vorbelastet, nur dann klar, dass ich. Dass der Held Xardas heißt? Was? Lustig. Aber nicht wirklich. Für die wahre Zielgruppe, nämlich jene, die sich eher ein Handy als ein PC leisten können. Nee, das ist doch nur ein Scherz. Nee, komm. Mich verarscht ihr nicht. Handy Update-Bull. Was? So ein Bullshit. Ich meine, so dreist. Ein Spieletitel? Ah, von dem Handygame meinst du? Also das hier kannst du nicht meinen. Ich meine, so dreist ist nicht mal fucking Joewood, dass sie dermaßen noch dieses Franchise ausquetschen müssen, dass sie ein fucking Handygame rausbringen. Nö, diese Rubrik muss ein einziger großer Aprilscherz sein, ich glaub da kein Wort. Mm-mm. Die offizielle Seite gibt es zumindest nicht. Oder nicht mehr. Den RPG Samstag? Hä? Minecraft vielleicht. Minecraft. Das ist Day Sprech für Minecraft.
Ich meine, nein, das kann nicht sein. Nein. Nein. Entwickler? Wo bin ich jetzt gelandet? Red's Quest, The Way Home, Back Home. Oh, wie hübsch. Sieht cool aus. Und das läuft auf einem handelsüblichen Samsung-Telefon bestimmt auch mindestens 10 Minuten, bevor der Akku leer ist. Wie gesagt, Gothic 3 Seite hier, die gibt es auch die ganzen Patches etc. etc. und nämlich genau unter Downloads. Ja, genau. Ja. Und wenn man diese Patches alle runtergeladen hat, dann ist Gothic 3 vermutlich einigermaßen spielbar. Ja. So. Ja, um nochmal meine Frage zu wiederholen, meinst du, dass mit dem Titel dieses Minecraft Minecraft? Kannst du mir noch was über Bloodwyn sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann's nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Okay. Dann müssen wir zuerst mal diesen Sklaven hier noch aufs Maul hauen. Nur ganz schnell. Ist gleich vorbei. Na warte du! Oh, der hält mehr aus als die anderen. Gib alles! Nicht schlecht. Danke. Links-Rechts-Schelle. Ja, in altbewährter Manier. Eigene Fähigkeit 45%, immer noch. 2 Goldbrocken erhalten. 1 Goldbrocken erhalten. Oh Mann, mein Kopf. 3 Goldbrocken erhalten. 1 Goldbrocken. 3 Goldbrocken. Und hier gibt es nichts mehr zu holen. Und er hat eine neue Spitzhacke. Theoretisch. Nein, Spitzhacken farmen geht nicht. Kann ich. Das juckt dich nicht wirklich, hä? Aber trotzdem. Wir müssen die Typen ja schließlich befreien am Schluss. Verdammt.
Wir dürfen keine Dietriche verschwenden. Wir haben nur 7 Stück. Und leider nur sehr begrenzten Nachschub. Verdammt! Ist halt doof, dass wir das so machen müssen. Wenn das Spiel eine, ich weiß nicht, andere Mechanik hätte, was das Schlösserknacken angeht, vielleicht, keine Ahnung, ähnlich so wie in den neuen Elder Scrolls Teilen oder... Was mache ich da überhaupt? Ich habe einen verdammten Heilzauber. Da muss ich mich angewöhnen. Okay. Hoppla. Hi, da was. Hör auf mit... Das wieder ist mit diesen Drecksviechern. Ein Mist viel weniger. Naja. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Tschüss. Jetzt sind die hässlich. Bäh. Nichts zu holen. Nett. Direkt schön zu Beginn mal gecrittet, so lobe ich mir das. Der Schmied hat doch vorhin ein paar Mal so oft diese unheilvollen Worte ausgesprochen. Hat sich deswegen der Himmel rot gefärbt? Ich weiß es nicht. Oh, kein Mana. Ah, okay. Dann halt einfach so. Und der da hinten? Ah, okay. Komm, Meets. Oh, oh. Gut, schön. Und noch das Butlerfleisch, dankeschön. Butlerfleisch. Geronimo! Tod von oben! Holzfäller-Axt. Okay, warum nicht? Eine weitere Spruchrolle. Keine Ahnung. Selbst wenn man ganz nah rangeht, kann man nicht erkennen, was es ist. Schnetzelhack. Und jetzt müssen wir doch zu, ich weiß nicht, einem kleinen Heiltrank greifen oder...
an einen Topf, was so da ist. Fünf Laibe Brot. Drei Kanten Käse. Klar, kann man sich mal gönnen. Und ein ganzer Laib Schinken. Dass der sich noch bewegen kann. Okay. Hallo. Nichts zu holen. Was war das? Minecrawler? Keine Ahnung. Irgendwas mit Minecrawler? Schon vier Runensteine, die wir im Moment nicht benötigen können, brauchen können. Minecrawler-Zangen. Es regeneriert die magische Kraft, verliert mit der Zeit seine Wirkung. Okay. Etliche Spruchrollen, Tränke, man kennt es. Allesamt nicht näher beschriftet, leider. Schade. Lederbeutel, cool. Und das. Hack, 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 hack. Und fertig. So, und ich habe jetzt halt wirklich null Mana übrig. Aber da kann man ja relativ leicht Abhilfe schaffen. Das reicht schon. Was? Okay, 10, 15. Damit wir auch allfällige Goldbrocken an den Wänden noch erkennen können. Zumindest ihr, ich sehe sie trotzdem einigermaßen gut. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es auf OBS dann noch einen Ticken dunkler durchkommt. Aha. Für den Fall, dass wir es schon vergessen haben, dass wir hier zum Goldhacken sind eigentlich. Einfach mal hacken, einfach mal hacken. Zeig's den Spacken, einfach mal hacken. Mir gefällt die Rüstung übrigens, so mit dieser kleinen Tasche auf der Seite und. Und das war's. Nein? Doch. Noch mehr. Habe übrigens, als ich neulich da auf dieser kleinen Grillparty war, da bei den alten WG-Leuten, habe ich vom Gothic-Streamen erzählt und wie ich da einmal 112 Stück Fleisch hintereinander gebraten habe. Dann war als erstes die Frage, hä? Kann man das nicht stacken? Und dann dachte, habe ich gesagt, so ja, doch klar, das deckt sich schon zu 112 Stück und mehr. Aber die eigentliche Frage war, ob man die nicht im Stack braten kann, was ich dann leider verneinen musste. Was mit dem Braten und dem Essen? Gut, das mit dem Braten, ja, ist realistisch. Das mit dem Essen ist ein wenig unrealistisch. Da will ich doch
Hätte ich es begrüßt, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, 10 Mahlzeiten zusammennehmen kann oder so ähnlich wie ich es im Skyrim gemacht habe. Ich habe mir das Creation Kit runtergeladen und dann habe ich das Rezept für den, was war es noch, so ein Kohleintopf, das benötigt einen Apfel und einen Kohl und gibt 12 Lebenspunkte oder so. Habe das Rezept einfach dermaßen dementsprechend angepasst, dass es stattdessen 10 Äpfel und 10 Kohl benötigt. Oder vielleicht nicht ganz, aber doch ungefähr die 10-fache Menge. Und stattdessen auch das 10-fache an Leben zurückgibt. 120 in dem Fall. Also ist es viel realistischer, man nimmt einfach 10 Köpfe Kohl und 10 Äpfel und hat dafür dann eine richtig fette Mahlzeit, die, ja, die gibt dann halt so viel zurück wie irgendein Heiltrank oder so, aber immer noch realistischer, als wenn man 10 Portionen Kohl kocht, um die dann zu verspeisen, also 10 Töpfe voll. Da oben an dem Pfeil aber auch was zum Abbauen, okay. Zeig mal. Und dem da. Ja, und wie zum Fick soll ich? Quickie? Ja, nein. Schweben. Ich könnte mich in eine Fleischwanze verwandeln. Nur kann ich mich nicht in eine Fleischwanze verwandeln. Nun gut, dann halt nicht. Ich habe übrigens, ich habe mir Prey geholt. Für den lächerlichen Preis von nicht mal 10 Euro und da war Prey dabei, dieses Prey Multiplayer dabei und Prey, das DLC, wo man sich wieder und wieder und wieder aus dem Mond, aus der Mondbasis rauskämpfen muss. Ich weiß nicht genau wie. Auf jeden Fall soll die Mission jedes Mal anders sein und das Spiel soll auch irgendwie lernen und sich den eigenen Verhaltensmustern anpassen. Irgendwie so habe ich gelesen. Und ja, diese drei auf jeden Fall für unter 10 Euro. Dachte ich mir, der musste zugreifen. Auch wenn Bethesda unendlich viel Schande auf sich geladen hat, indem sie ein winzig kleines Entwicklerstudio, das ein anderes Spiel entwickelt hat, nämlich Pray for the Gods, indem sie dem Sanktionen angedroht haben, wenn die ihr Spiel nicht umbenennen, so dass ihr eigenes Milliardenprojekt eher in Google gefunden wird, als dieses winzig kleine Popelige von diesem winzig kleinen Entwickler. Also wirklich sehr viel große Schande auf sich geladen. Aber nichtsdestotrotz, für diesen Preis habe ich es mir auf jeden Fall geholt und habe bei der Gelegenheit festgestellt, dass ich zu dem Zeitpunkt auf dem PC nur noch 10 GB freien Speicherplatz hatte. Prey benötigt 30. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwyn ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwyn herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Hi Bloodwyn. Okay. Jetzt steht es mir frei, Bloodwyn zu töten, aber wie? Warte kurz. Habe ich keinen Golem mehr?
Der Golem ist weg. Auf jeden Fall der große Feuersturm. Ich hau das mal auf die 8. Und... ich glaube, das Skelett ist das nächststärkere, das ich noch habe, auf die 9. Na, wo ist er jetzt? Da. Hey, Bloodwing, bist du noch böse? Ich hoffe nicht. Da bist du ja wieder. Hi. Okay.